Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zur Landtagswahl 2013 in Niedersachsen. Wir haben für Sie an dieser Stelle alle Ergebnisse aus der Region zusammengefasst, das heißt von Wilhelmshaven und Friesland bis nach Cloppenburg und Vechta. Kommen wir aber zunächst zum Gesamtergebnis niedersachsenweit. Diese Landtagswahl war mit Sicherheit eine der spannendsten in der Geschichte des Bundeslandes und hat am Ende auch einen Regierungswechsel mit sich gebracht. Bis in den späten Abend haben sich die beiden großen Parteien, SPD und CDU, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geleistet. Ihr neues Parlament wählen durften insgesamt rund 6 Millionen Niedersachsen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60% und das Gesamtergebnis sieht wie folgt aus. Die CDU kommt auf 36%, die SPD auf 32,6%, die FDP auf 9,9%, die Grünen auf 13,7% und die Linke auf 3,1%. Daraus ergibt sich ein Vier-Parteien-Landtag mit dieser Sitzverteilung. Die CDU verliert 14 Sitze und erhält 54. Die SPD kommt auf 49 Sitze. Die Grünen gewinnen 8 und kommen auf 20 Sitze, die FDP auf 14. Linke und Piraten sind nicht mehr im Landtag vertreten. Damit haben SPD und Grüne zusammen ein Mandat mehr als CDU und FDP zusammen. Ein hauchdünner Vorsprung. Ja, und was sich daraus nun ergibt, möchte ich einen Kollegen aus der NWZ-Politikredaktion fragen. Christoph Kiefer, es sieht so aus, als ob die SPD zusammen mit den Grünen in Regierungsverantwortung kommt. Gäbe es dann noch andere Konstellationen, die möglich wären? Theoretisch ja. Die ganz knappe Mehrheit, die Rot-Grün heute Abend erreicht hat, ist nicht zwingend notwendig. Theoretisch könnte auch eine große Koalition am Ende des Tages die neue Regierung bilden. Aber Stefan Weil hat heute Abend schon ausgeschlossen, dass er in andere Richtungen denkt als in Koalitionsgesprächen mit den Grünen. Alles spricht dafür, dass wir eine rot-grüne Landesregierung bekommen. Der große Verlierer ist ja die CDU. David McAllister wird nicht mehr Ministerpräsident sein in Niedersachsen. Was denken Sie denn, woran es am Ende gelegen hat? Das ist schwer zu sagen und wird sicher noch mal genau zu analysieren sein, wo die Ursachen liegen. Fest steht, dass die CDU Stimmen an die FDP verloren hat und das in einem Maß, was vorher nicht erwartet worden ist und die CDU sicher auch so nicht zugelassen hätte. Aber möglicherweise spielen neben dieser Leihstimmenkampagne auch noch andere Gründe eine Rolle. Die sind aber nicht auf den ersten Blick schon zu erkennen. Und für die FDP ist das ja auch sehr schade, weil eigentlich haben die ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Für die FDP ist es ein super Ergebnis, das niemand auf der Karte hatte. Und dass es jetzt nicht reicht für die Regierungsverantwortung, ist natürlich ein bitterer Nachgeschmack nach diesem stolzen Sieg. Wer das auch nicht auf der Karte hatte, waren ja die Umfrageinstitute. Die Umfrageinstitute hatten für die FDP Ergebnisse um die 5% vorhergesagt, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Was keiner vorhergesagt hatte, dass die FDP bis zu 10% der Stimmen erreicht. Woran dieses Versagen gelegen hat, das wird noch auch zu untersuchen sein, weil hier haben die Umfrageinstitute eindeutig versagt. Kommen wir mal zu Stefan Weil. Der hatte ja eigentlich in unserer Region ja eher das Problem, dass er weniger bekannt war. Wir haben uns mal auf der Straße in Oldenburgs Innenstadt umgeschaut und Passanten konfrontiert mit einem Foto unseres künftigen Ministerpräsidenten. Hat was mit Politik zu tun, würde ich sagen. Oder ja, sonst nicht viel, nee. Wahlen, denke ich mal, jetzt im Moment. Ja. Kenne ich nicht. Nee, echt nicht. Mir habe ich gesehen, der kandidiert, aber Namen kann ich Ihnen nicht sagen. Er ist ein Politiker, ist Kandidat jetzt als neuer Präsident für Niedersachsen. Warum? Ja, Herr Weil. Ich weiß leider gerade nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ja, das sagen die Leute auf der Straße über Stefan Weil. Wie schätzen Sie Herrn Weil als Landespolitiker ein? Stefan Weil hat vor allem im Nordwesten noch keine sehr hohen Bekanntheitswerte. Allerdings, wenn man davon ausgeht, dass er vor einem Jahr noch überhaupt keine Rolle gespielt hat auf der landespolitischen Bühne, dann hat sich sehr wohl schon etwas getan. Und ich glaube, dass er auch als Landesvater und Ministerpräsident sehr schnell noch Bekanntheitsgrad gewinnen wird. Denn, das hat der Wahlkampf gezeigt, er ist lernfähig und hat sich durchaus auch den Ruf erworben,
gesprächig und auf die Menschen zugehend zu sein. Sie haben ja hier im Oldenburger Pressehaus auch eine eigene Wahlzentrale eingerichtet. Wie wurde dort gearbeitet? Wie viel Aufwand steckt dahinter? Der NWZ hat ein großes Team zusammengestellt für diesen Abend, weil innerhalb weniger Stunden ein beträchtlicher Aufwand betrieben werden muss. Wir haben also mehrere Kollegen, die die Ergebnisse herantelefoniert haben, mehrere Kollegen, die die Grafiken gefertigt haben und die Seiten produziert haben. Das alles stellt sicher, dass in der NWZ nicht nur die Landeswahlergebnisse, sondern auch die Ergebnisse bis auf die Wahlkreisebene zu finden sind und der Leser hier im Verbreitungsgebiet optimal informiert werden kann. Ja, und genau mit diesen lokalen Ergebnissen fangen wir nun an. Im gesamten NWZ-Einzugsgebiet hat es knapp 900.000 Wahlberechtigte gegeben. Die Wahlbeteiligung lag mit gut 48% unter der Wahlbeteiligung im Jahr 2008. Wir beginnen in Friesland im Wahlkreis Nummer 70. Dort verteilen sich die Zweitstimmen wie folgt. Die CDU kommt auf 31,1%, die SPD auf 38,3%, die FDP auf 11,2%, die Grünen auf 12,3%, die Linke auf 2,9% und die Piraten auf 2,1%. Die Erststimmen verteilen sich wie folgt. Die CDU kommt auf 35,1%, wird überrollt von der SPD mit 48,9%. Die FDP kommt auf 3,7%, die Grünen auf 7,9%, die Linke auf 2,7% und die Piraten auf 1,7%. Ja, und damit bleibt der stellvertretende Landesvorsitzende der SPD, Olaf Lies, gebürtig aus Wilhelmshaven für Friesland im Landtag und wird, wie es aussieht, ja nun auch Wirtschaftsminister werden, oder? Ja, ganz genau. Olaf Lies ist der designierte Wirtschaftsminister. Stefan Weil hatte ihn in sein Schattenkabinett berufen. Und die Rolle, die Lies im Wahlkampf gespielt hat und die er in der SPD gespielt hat, die legt auch nahe, dass er diesen Posten bekommen wird. Er ist eine wichtige Figur, nicht nur für den Nordwesten, sondern für die Landes-SPD. Die Auseinandersetzung mit Weil um die Spitzenkandidatur ist völlig überwunden worden. Es gab keinen Zwist und Lies hat da sich sicher auch Verdienste erworben. Mhm. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Kiefer. Wir hören uns jetzt mal an, was Olaf Lies für Pläne hat. Wir wollen in Niedersachsen eine andere Politik im Bereich Bildung, echte Ganztagsschule früher fördern und die Hürden der Gesamtschulen abbauen. Wir wollen beim Thema Arbeit, Regeln und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben eine so große Zahl prekärer Beschäftigungen in unserem Land, dass sich was verändern muss. Und bei der Wirtschaftspolitik ist dringend erforderlich. Ich glaube, beim Beispiel der Nordseewerke, beim Beispiel der CSC in Cuxhaven, beim Beispiel von Schlecker sieht man, was diese Landesregierung macht. Aber es geht auch um die soziale Frage und eine der großen Herausforderungen ist der demografische Wandel. Gerade wenn ich an die älteren Menschen in der Gesellschaft denke, gerade im ländlichen Raum, wie geht es mit Pflege weiter? Das sind große Herausforderungen, wo wir Antworten haben und die wollen wir gerne umsetzen. Kommen wir nun zum benachbarten Wahlkreis 69, Wilhelmshaven. Dort sieht das Ergebnis bei den Zweitstimmen folgendermaßen aus. Die CDU kommt auf 34,5%, die SPD überholt die CDU knapp mit 34,8%, die FDP kommt auf 8,5%, die Grünen auf 12,5%, die Linke auf 4,7% und die Piraten auf 1,9%. Bei den Erststimmen erhält die CDU 38,8%. Die SPD hat die CDU überholt und erhält 40% der Stimmen. Die FDP kommt auf 3,6%, die Grünen auf 12,1% und die Linke auf 5,5%. Damit ist Holger Ansmann von der SPD in den 17. Niedersächsischen Landtag gewählt. Weiter geht es auf der anderen Seite des Jadebusens im Wahlkreis 71, der Wesermarsch. Zu diesem Wahlkreis zählen auch Rastede und ein Teil von Wiefelstede im Ammerland. Dort kommt die CDU bei den Zweitstimmen auf 34,5%, die SPD überholt leicht mit 34,9%, die FDP kommt auf 11%, die Grünen auf 12,8%, die Linke kommt auf 3,0%, die Piraten auf 1,8%.
Bei den Erststimmen liegt die CDU vorn, und zwar mit 42,2%. Die SPD kommt auf 37,6%, die FDP auf 4,5%, die Grünen auf 12,2% und die Linke auf 3,5%. Damit bleibt Björn Thümler aus Berne für die Wesermarsch im Niedersächsischen Landtag. Ob er aber nach der Wahlniederlage auf Landesniveau Fraktionsvorsitzender der CDU bleibt, ist nicht sicher. Schließen wir hier an mit dem Wahlkreis 72 Ammerland. Dazu gehören die Stadt Westerstede und die Gemeinden Apen, Edewecht, Bad Zwischenahn und Wiefelstede. Bei den Zweitstimmen kommt die CDU auf 36%, die SPD auf 28,6%, die FDP auf 13,9%, die Grünen auf 14,6%, die Linke auf 2,8% und die Piraten auf 2%. Bei den Erststimmen gewinnt die CDU mit 45,8%, die SPD folgt mit 34,7%, die FDP kommt auf 4,3%, die Grünen auf 12% und die Linke auf 3,2%. Damit bleibt Jens Nacke von der CDU im Landtag für den Wahlkreis Ammerland. Ich stehe vor allen Dingen für zwei Dinge, für den Erhalt des erfolgreichen Landkreises Ammerland, das ist das eine, und das zweite, ich halte eine gute DSL-Versorgung im Ammerland für ganz wichtig, darum kämpfe ich auch und dafür setze ich mich ein. Und nun kommen wir zu den Ergebnissen in der Stadt Oldenburg. Dort hat es am Wahlsonntag eine Panne gegeben, die dazu geführt hat, dass 161 Erststimmen als ungültig gewertet wurden. Dort wurden in zwei Wahllokalen des Nordens Wahlzettel für den Süden der Stadt ausgegeben. Bei diesen falschen Wahlzetteln wurde schlussendlich nur die Zweitstimme gewertet. Jetzt zunächst zu den Zweitstimmenergebnissen des Wahlkreises 62 Oldenburg Mitte Süd. Dort kommt die CDU auf 23,6%, die SPD auf 29,1%, die FDP auf 9,8%, die Grünen kommen auf fulminante 25,8%, die Linke auf 6,5% und die Piraten auf 2,9%. Bei den Erststimmen erhält die CDU dort 29%, die SPD 35,6%, die FDP 3%, die Grünen 20%, die Linke 8,1% und die Piraten 2,7%. Damit zieht Ulf Prange von der SPD in den Niedersächsischen Landtag ein. Im Wahlkreis 63, Oldenburg Nordwest, sieht das Ergebnis für die SPD sogar noch ein bisschen besser aus. Aber zunächst zu den Zweitstimmen der CDU, die auf 24,7% kommt. Die SPD kommt auf 30,9%, die FDP auf 10,9%, die Grünen auf 23,4%, die Linke auf 5,1% und die Piraten auf 2,7%. Bei den Erststimmen erhält die CDU 31,3%, die SPD kommt auf 40,3%, die FDP kommt auf 2,9%, die Grünen auf 16,7%, die Linke liegt bei 4,8% und die Piraten bei 2,3%. Damit zieht mit Jürgen Krogmann ein zweiter SPD-Vertreter für Oldenburg in den Landtag ein. Die beiden Oldenburger Kandidaten Prange und Krogmann haben natürlich auf ihrer Wahlparty am Sonntag kräftig gefeiert und sich über ihren Sieg gefreut. Aus Oldenburger Sicht bin ich natürlich sehr zufrieden, weil wir es geschafft haben, trotz einer sehr starken grünen Partei hier beide Wahlkreise wieder zu gewinnen, auch ziemlich deutlich zu gewinnen. Und das macht mich sehr froh. Dass das so geklappt hat, das freut uns sehr. Mich insbesondere für den Süden. Ich habe ja im Süden kandidiert. Da haben ja auch Bewerber aus dem linken Lager auf Erststimme gesetzt, also eine Erststimmenkampagne gemacht. Und dann ist es natürlich schon schwierig, sich da durchzusetzen. Und dass das geklappt hat, ist toll. Und das haben wir auch unserer sehr aktiven Partei hier vor Ort zu verdanken, die halt wirklich bei Minusgraden Hausbesuche, Infotische und dergleichen gemacht haben und sich richtig eingesetzt haben. Enttäuschung hat sich in Oldenburg nicht nur bei der CDU, sondern auch bei den Linken breit gemacht. Auf ihren Wahlpartys war nur gedrückte Stimmung. Auch die Oldenburger Piraten suchen nach einer Erklärung für die landesweite Pleite. Wir haben natürlich auf 6 gehofft. Das haben wir nicht erreicht. Und das liegt auch ganz klar an uns. Und da ist auch aus unserer Partei schon sehr viel Schlaues gesagt worden. In Zukunft müssen wir besser werden. Wir müssen klarer unsere Inhalte vertreten. Und das hoffen wir, dass wir das in Zukunft machen. Natürlich können wir als CDU mit dem Ergebnis so nicht zufrieden sein, das ist klar.
wenn ich jetzt mal auf meinen Wahlkreis beziehe, dann haben wir eben massiv an Zweitstimmen verloren. Im Vergleich zu 2008 ist es allerdings so, dass ich das Erststimmenergebnis um 545 Stimmen verbessert habe. Immerhin ein kleiner Erfolg. Soweit zu den Ergebnissen in der Stadt Oldenburg. Weiter geht es mit dem Landkreis Oldenburg, dem Wahlbezirk 64. Dazu gehören Dötlingen, Ganderkesee, Hatten, Wadenburg und die Samtgemeinde Habstedt. Bei den Zweitstimmen bekommt die CDU 33,9%, die SPD 28,2%, die FDP 14,1%. Grüne erhalten 16%, die Linke 2,8% und die Piraten kommen auf 2,0. Bei den Erststimmen kommt die CDU auf 41,6% und dominiert damit. Die SPD liegt knapp 10% darunter mit 31,5%. Die FDP kommt auf 6%, die Grünen auf 13,7%, die Linke auf 2,8% und die Piraten auf 1,9%. Damit ist Abgeordneter Ansgar Focke für die CDU wieder in den Landtag gewählt. Für große Themen möchte ich weiterhin mich dafür einsetzen, dass wir ein ideologiefreies Bildungssystem haben, dass wir es schaffen, möglichst viele Kinder gut durch die Schulen zu bringen und dass wir natürlich hier vor Ort weiterhin die Verkehrsinfrastruktur ausbauen, damit wir eine starke Wirtschaft haben, viele Arbeitsplätze hier vor Ort haben und damit sich junge Leute entwickeln können und auch die Familien eine sichere Existenzgrundlage haben. In der kreisfreien Stadt Delmenhorst, dem Wahlkreis 65, lag die CDU bei den Zweitstimmen mit 34% knapp unter der SPD mit 34,5%. Die FDP kommt auf 8,2%, die Grünen auf 12,9%, die Linke auf 3,9% und die Piraten auf 3,3%. Bei den Erststimmen siegte die CDU mit 39,1%, die SPD kam auf 37,7%, die FDP auf 4,6%, die Grünen auf 11,5%, die Linke auf 3,7% und die Piraten auf 3,4%. Damit zieht die Delmenhorsterin Annette Schwarz von der CDU in den Landtag ein. Weiter geht es mit dem Wahlkreis 66, Kloppenburg-Nord, zu dem die Gemeinde Großenkneten und die Stadt Wildeshausen zählen. Bei den Zweitstimmen erhält die CDU 48,9% und dominiert damit. Die SPD kommt auf 24%, die FDP auf 13,5%, die Grünen auf 8,7%, die Linke auf 2,4% und die Piraten auf 1,7%. Bei den Erststimmen liegt die CDU traditionell vorn, und zwar mit 55,4%. Die SPD liegt bei 26,5%, die FDP bei 5%, die Grünen bei 7%, die Linke bei 2,5% und die Piraten bei 1,9%. Damit bleibt CDU-Vertreter Karl-Heinz Blei aus Basel für den Wahlkreis 66 im Landtag. Im Wahlkreis 67, Kloppenburg-Süd, sehen die Ergebnisse ähnlich aus. Dort kommt die CDU bei den Zweitstimmen auf 57,6%, die SPD auf 17,8%, die FDP auf 12,6%, die Grünen kommen auf 7,1%, die Linke auf 1,9% und die Piraten auf 1,5%. Bei den Erststimmen ist das Ergebnis ebenfalls eindeutig. Im Landtag bleibt Clemens Große Macke von der CDU, die nämlich auf 69,4% kommt. Die SPD liegt bei 17%, die FDP bei 3,8%, die Grünen bei 5,1%, die Linke bei 2,3% und die Piraten bei 1,5%. Kommen wir nun zum südlichsten Wahlkreis im NWZ-Einzugsgebiet, nämlich Nummer 68, Vechta. Auch dort dominiert traditionell die CDU und kommt bei den Zweitstimmen auf 57,6%. Die SPD erhält schlappe 18,2%, die FDP 12,0%, die Grünen auf 7,1%, die Linke auf 1,5% und die Piraten auf 1,4%. Die Erststimmen gehen traditionell auch mehrheitlich an die CDU mit 64,2%. Die SPD erhält 20,1%, die FDP 4,5%, die Grünen 6,5%, die Linke erhält 1,7%.
Das sind die Einzelergebnisse aus den jeweiligen Wahlkreisen im gesamten Oldenburger Land. Dominiert somit die CDU mit 38,5%. Im Vergleich zur Landtagswahl 2008 sind das minus 6,8% der Stimmen. Damals kam sie noch auf 45,3%. Die SPD erhält 28,7%, hat sich wenig verändert, aber immerhin ein Plus von 1,55% erreicht. FDP kommt auf 11,7%, 2008 waren es noch 9. Die Grünen kommen auf 13,6%, ein Plus von 5,8% im Vergleich zur Wahl im Jahr 2008, damals waren es noch 7,8%. Die Linke kommt auf 3,3% und hat stark verloren, 2008 lag sie noch bei 7,1%. Ja, die CDU hat viele Zweitstimmen an die FDP verloren. Die SPD hat gewonnen und im Norden viele Direktmandate geholt. Die FDP ist auf ein fulminantes Ergebnis gekommen. Die Rolle der Grünen wächst. Die Linke ist enttäuscht und die Piraten, tja, die müssen noch an sich arbeiten. Das ist das Fazit aus dem Oldenburger Land, das sich aber auch auf das Gesamtergebnis der Niedersachsenwahl übertragen lässt. Tja, und das war die Sondersendung zur Landtagswahl 2013 auf NWZ TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann auf Wiedersehen.